So, dann herzlich willkommen beim JFD Live Trading TV. Der asiatische Handel hat schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. China brach den Handel innerhalb den ersten 30 Minuten ab, weil er wieder 7% eingebrochen ist, der Index. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den DAX und besonders eben auf die nicht Immobilienwerte, Automobilwerte. Die liegen heute sehr weit unten in der Verliererliste. Ja, eine Daimler verliert fast 5%, eine BMW über 5% und eine Volkswagen ebenfalls über 5%. Heute ist eben durchgehend sticht eigentlich kaum eine Aktie hervor, sondern alle Sektoren werden hier abverkauft. Dadurch hat sich natürlich das Chartbild, gehen wir erstmal in den Tageschart, verschlechtert. Gestern im Video war noch angesprochen, dass eben hier bei 10.190 etwa ein Einstieg erfolgen könnte. Aber nur mit der Bedingung, wenn Asien keine negative Überraschung wieder bereithält. Doch die trat ein, also sind auch keine Long-Positionen hier in Betracht gekommen. Und hier rauscht jetzt der DAX bis auf 9.820 Punkte nach unten. Und hier sieht man, hier sieht man es noch nicht so recht. Ich habe das hier in einem anderen Chart eingezeichnet. Aktuell stehen wir auf einer FIBO-Unterstützung. Hier könnte es eben noch leichte Gegenbewegung kommen. Vielleicht nochmal bis 9.920 Punkte. Aber mein Hauptaugenmerk liegt hier unten an der 9.630er Marke. Ist ein Monatswiderstand und kann eben auch temporär unterboten werden, um hier dieses Gap auf Xetra eben, damit das Gap noch geschlossen wird bei 9.555 Punkten. Auch durch andere Berechnungen wären ab 9.950 Punkten noch Unterstützungen da. Also würde diese andere Technik hier auch diese Marke Unterstützung geben. Natürlich in kurzfristigen Zeitfenster liegen wir natürlich unter allen, ja, EMAs und Rainbows. Also hier wäre ein Widerstand eben bei 9.870 im 5-Minuten-Chart. Also hier könnte es eben hochgehen und dann vielleicht im Zuge, vielleicht auch nicht direkt, aber im Laufe des Handels, wenn Amerika eben auch nochmal kräftig draufhauen sollte. Hier habe ich kurz den Nasdaq mitgebracht. Vorbörslich stehen wir schon bei 4.325 Punkten. Hier kann man schon eine leichte horizontale Unterstützung hier halt ausmachen, leicht drüber bei 4.340 Punkten. Was aber hier auch vielleicht möglich wäre im Handel, hier ein Gap Close bei 4.270 Punkten rund. Und das würde dann höchstwahrscheinlich sich mit dem DAX, mit einem DAX-Stand eben bei 9.650 Punkten vielleicht decken. Also mehr kann ich hier im DAX aktuell nicht rauslesen. Nicht ganz oder ein Setup vom TechDAX. Hier sind keine Marken, kein Index, oben keine Legende eingeblendet. Hier hat er eben auch ein erstes Ziel erreicht. Von hier aus könnte es leicht nach oben gehen. Vielleicht eben durch den schnellen Abverkauf nicht mehr ganz so weit hoch, sondern vielleicht bis
1740 und dann hier vielleicht das untere Kursziel dann anlaufen. Zu den anderen Setups. Da lief Gold, war der Einstieg. Hier unten bei 1080 bzw. sogar bei 1072 möglich. Da kam eben der Rücklauf und wurde ein Setup vorgestellt und lief sehr sauber dann und sehr dynamisch an dieses Kursziel ran bei 1101. Und da gab es jetzt eben einen Abpraller, wie erwartet eher. Zu den asiatischen Märkten. Der Hang Seng ist jetzt hier deutlich eingebrochen und hat auch hier den Stopp gerissen und steht jetzt dann knapp, ja, oder direkt an dem Tief vom August. Der Nikkei hat durch den Stop-Loss-Marke, ist durch die Stop-Loss-Marke gefallen und konnte hier schon deutlich sich dem Kursziel nähern. Hier dürfte jetzt vielleicht eben morgen auch nochmal ein Rücksetzer folgen, vielleicht auch knapp unter diese Linie. Und eben dann wäre das ein erstes bullisches kleines Zeichen, wenn es dann hier in die Trendlinie von hier unten eben dann halten sollte. Also da schauen wir nochmal kurz zum DAX, ob der jetzt hier eine kleine Gegenbewegung aktuell starten kann oder nicht. Ja, also hier zeigt sich, das ist jedenfalls jetzt erstmal auf ganz kurzfristiger Basis, dass hier eine kleine Unterstützung, dass die hält und jetzt gegen Mittag eben eine Erholung einleiten kann bis ja, 9900 Punkten vielleicht. Das wäre es erstmal. Danke fürs Zuhören. Ich melde mich später wieder.